Material mitgeben. Und du brauchst es. Dann machen wir nichts, egal. Das kommt ja auch an. Möchten Sie mit mir reden? Die meisten wollen es eher nicht. Okay, dann gerne. Ja, wir fordern 8,50 € Mindestlohn. Also 10. Okay, es sind 50 von der Linken. Nein, Unternehmer. Zahle 10. Wow, okay. Unternehmer? Grüner Unternehmer. Okay, wow, alles klar, jetzt haben wir. Ich brauche noch eine Partei, die meine Interessen vertritt. Also weniger eine politische Partei als eine. Wenn Sie freiwillig 10 € Mindestlohn zahlen, dann würde ich. Also. Wow. Ja, auf jeden Fall. Und Quota? Leider nicht. Ich würde Sie gerne mit 12 € locken. Wir brauchen junge Leute wie Sie. Die kommt auf das Unternehmen an. Und die will bauen. Okay. Grüne Autos. Grüne Autos? Also die kein Benzin verbrauchen, kein Diesel. Die fahren mit was? Ganz neu. Ganz neu erfunden. Ist auch kein Joke. Wir bauen eine komplett neue Fabrik. Okay. Und eine welche Art von Antriebssystem? Frage. Wir fangen mal mit Elektro rein. Okay. Ja. Wir lernen ja jeden Tag was dazu. Wir werden sämtliche ökologisch sauberen Energiearten sinnvoll vernetzt. Und das Auto wird komplett neu erfinden. Okay. Also, tun wir so, als gäbe es alles, was wir schon kennen. Ja, ganz viele von Leuten. Damit wird nicht einfach ein Auto. Das gibt Ihnen natürlich die Möglichkeit, gewisse Dinge völlig neu zu machen. Ja, das Problem ist, wir haben das mal Platz machen. Das Thema Auto ist komplett runtergekommen. Wir können hinten auch kein Auto. Auf der Bauzahl. Der Autobauer hat mir gesagt, dass das Auto komplett neu erfindet. Warum meinst du das? Wie soll ich mir das noch nie so Auto gegeben hätte? Das war echt. Ja gut, man kann natürlich einfach mal anfangen von ganz anderen Prämissen auszugehen. Wenn man natürlich da rangeht mit der Forderung, es muss wie ein Auto aussehen und es muss mindestens 200 km/h fahren, um ein Auto zu sein, ja, das ist natürlich für den Einstieg relativ schwierig. Was ein Auto, was da kommt? Ein Dach drüber machen und sagen, ja. Die Autos haben alle ohne Dach angefangen. Stimmt, ja. Aber ja, tatsächlich. Aber schreiben schön bis dann noch vorbei. Das Auto war das in der Kutsche, ne? Da hat er nur gesagt, also das Pferd ist mir, Dauer vielleicht, keine Ahnung, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, frisst immer hart oder irgendwas. Ne? Und ich kann das überall verwenden. Und meckert immer, wenn es nicht statt wird, dann habe ich immer den Motor ausgedacht. Soweit ist es nicht gewesen. Wer ist halt der Verbrennungsmotor oder der Elektromotor? Wenn Sie so fragen, war es wahrscheinlich der Elektromotor. Ja. Warum ist denn der Verbrennungsmotor erfunden worden? Das ist viel cooler. Ne? War vielleicht einfacher damals. Hat der Verbrennungsmotor ein Designer, ein Ingenieur oder ein Handwerker? Ja, genau. Das ist ja schön. Einmal zusammengeschraubt. Weil wir hatten ja ein Problem. Wir hatten dann kein Speichermedium für den Strom. Wir hatten zwar den Elektromotor erfunden. Straßenbahn haben wir auch erfunden. Oberleitungsbusse und alles haben wir erfunden. Ein kleines Pferd. Das sieht man nach dem Standard nicht der Dom aus. Ja, so, ja. Aber stellen Sie sich vor, ich hätte überall so 2 Meter Höhe über Netze, damit überall Autos wieder fahren. Ne? Die kleinen Leute macht es ja gehen. Wäre auch cool, sag ich mal. Ja, schon krass. Ja, in die Richtung geht unser Denken auch. Ne? Aber mittlerweile sind wir etwas schlauer. Ja. 100 Jahre Entwicklung hinter uns. Ich mache keinen Job für junge Leute, die sieben Boote haben, die Autos drauf fahren. Ich habe 2 Söhne. Sind beide nicht dumm geraten. Der erste Sohn wollte, als kleiner Junge schon nach Amerika, wollte Informatiker werden und lebt jetzt als Informatiker in Amerika. Ja, siehst du, rein. Dummerweise. Ne? Das hat den Vorteil, dass wir eigentlich nicht leben, schneller als hier, sag ich mal. Ne? Das war mein Vorfahr von Boston, der ist aus San Francisco. Der zweite Junge, der ist Biologe geworden. Ne? Der ist in Luxemburg. Verhaltensforschung. Nicht an Menschen komischerweise, sondern an kleinen Tierchen, Bienen. Ich meine, auf der Bienen kann man Rückschlüsse auf den Mund machen. Naja, aber Verhaltensforschung von Bienen ist ja auch momentan durchaus wichtig, einfach um zu wissen, dass ein Teil davon sterben gerade aus, also sterben die, wie verhalten sie sich, wie sehen was. Ja. Und die Beruflichen?
Ich studiere Arabistik und Politikwissenschaften. Oh, das ist auch cool. Was machen wir in Afghanistan? Oh, wow. Ich kann mitgenommen. Beim dritten Mal können Sie mitkommen. Wollen wir keine Angst haben. In daher Angst habe ich davon, nicht in diese Länder zu reisen. Aber Afghanistan, ich spreche leider kein Paschtu. Ich auch nicht. Ich spreche perfekt Englisch. Kannst du Englisch? Ich war auch in den USA. Also, ich suche jemanden, der wirklich einfach auf Deutsch redet, das könnte auf Russisch oder auf Englisch rüberbringt. Sehen, weil ich bin faul, ich kann zwar ein bisschen Russisch, ein bisschen Englisch und ein bisschen Französisch, aber wie gesagt, bin Manager und einfach zu faul. Ich nehme immer Personal, ne? Und das erste Mal war ich 2002 in Afghanistan, habe ich einen Russen mitgenommen, der ein bisschen Deutsch konnte, aber nicht perfekt verstanden hat, also auch Ingenieur. Ja, man kann so erzählen, als ein Russisch übersetzt, ich konnte also Russisch, total happy. Und so bin ich ein halber Afghane geworden, ne? Also ich habe jetzt richtig Freunde dort, die haben mich 2006 nochmal eingeladen, da war ich dann schon ganz alleine, ohne Russen. Ich seine Frau hat dann angst, sie dachte, wir zwei Jahre nicht nach Afghanistan. Also, das hat uns so gut gefallen, dass sie sagen, nee, nee, bleib lieber hier. Finde ich nicht so toll, ne? Also sicher Frau. Was haben Sie denn da genau gemacht? Ja, ich bin ein Ingenieur. Ich glaube, das ist ein Jahr im Krieg, dass wir hier alles wieder aufbauen müssen. Das finden Sie auch so toll. Das ist ein Legos. Wenn ich mal gehen aus Deutschland mit einem kleinen Zimmer in die Landschaft, das ja hier auch gewesen ist, und auch so, innerhalb von 4 Jahren relativ viel Land aufgebaut, ne? Das kriegen wir schon hin, haben wir ja drauf. Das ist ein coolster Baumeister der Welt. Aber die wollten das vielleicht schon, aber die anderen wollten das nicht. Also haben jetzt keine Zeit. Wir wollten jetzt mal 10 Jahre Geld ganz lieb, ganz kurz. Ja, also wir haben 10 Jahre einen Krieg finanziert. In der letzten Zeit erleben 700.000 Milliarden. Und diesen Krieg geflossen, 700.000 Milliarden hat irgendjemand verdient. Aber die hätte ich auch gerne verdient als Ingenieur. Ne? Wäre cool gewesen, hätte ich auch noch viel mehr machen können. Also hätte ich meine Autowerke längst überall bauen können. Gut. Jetzt gehen die nach Hause, die Jungs, nächstes Jahr. Dann sind wir mit dem Boot da. Dann gehen ganz viele dahin, weil die alle da sind. Dann finden wir mal die ganzen Gruppen da um. Nee, da hätten sie gesagt, die hängen da. Aber es waren ja so viele. Und unser Fischwerk baut, fahren wieder hin und bauen denen das, was wir gerade brauchen. Giftstützpunkt und so ein Kram halt. Und ja, und da habe ich coole Partner in Afghanistan. Die sind so mittelpreisig. Dann war die Firma ihres Großvaters übernommen, das fing als Teppichhandel an, über den weltweit agierenden Handelsdienstleistungsunternehmen. Die machen Sachen dort noch, wie wir eben auch. Das ist viel typischer als wir im Handeln. Wir können ja einfach finden, wo Handeln finden. Also Deutsche sind Bastler, Tüftler, aber keine Händler. Da ist die Idee, ich könnte doch auch uns, ich denke, wir finden das Neues aus, nicht alleine mit vielen anderen. Und wir verkloppen den ganzen Kram weltweit. Oder auch unsere neuen Autos. Wir müssen die ganzen alten Autos wieder einsammeln. Also recyceln, da machen wir keine Ahnung, irgendwas raus, das ist eine Rohstoffbasis sozusagen. Mhm. Und dann, ihr müsst nicht heulen, wir nehmen euch ja hier nicht weg. Also, ihr gebt es die alten, kriegt ihr für neue, die fahren mit Sonnenschein, was auch immer. Das finde ich auch gar besonders cool, weil die haben ja weder Kohlekraftwerke noch Atomkraftwerke oder sowas, die haben das alles gar nicht. Also, die überspringen sozusagen ein ganzes Jahrhundert, ne? Die steigen wirklich gleich mit der modernsten Technologie ein. Ey, das ist aber für mich als Ingenieur total spannend, ein Land zu sehen, wo 100 Jahre einfach gar nicht gefunden haben. Wir sind auch gerne da in Deutschland. Wir drehen 100 Jahre den Film zurück und sagen, wir sehen ein bisschen von heute. Ne? Der Quatsch von den letzten 100 Jahren, den, ne? War suboptimal, braucht man nicht. Ich habe da keine grüne Partei. Ich bin da gar keiner gekommen. Und deswegen sage ich, ich habe ihn schon mehrmals hier beraten lassen, immer auf dem grünen Stand, das nur für euch zu machen, damit wirklich die Grünen möglichst nah an die Regierung rankommen. Ne? Ich möchte schon die Merkel möchte schon als Boss haben, das ist der ausgleichende Faktor. Vier Grünen braucht ich nicht herum. Das ist meine Wunsche. Und da wurde mir gesagt, ich muss zweimal Grün wählen. Und ich dachte, okay, ich will zweimal Grün. Ich glaube, ihr habt euren Kandidaten hier. Und da habe ich gesagt, ich wähle zweimal Grün. Und nach dem Wahltag treffen wir uns das euch nochmal zu mir. Und gucken mal, wo ihr angekommen seid. Ich will gerne zwei Kreuze. Ne? Sondern ich will jetzt einfach mal wissen, wie viel das ist. Was dann ist Ihre Hoffnung jetzt eigentlich schwarz-grün. Aber das ist so eine Sache, die also sowohl die Basis der CDU als auch die Basis der Grünen, nee, glaube ich, noch so nicht sehen können. Die Unternehmer, sage ich mal, traditionell wählen ja eher in Deutschland schwarz. Ne? Wir brauchen Kohle für den ganzen Spaß. Also wir brauchen die Kohle ist ja schwarz, sage ich mal, von Hause aus. Ja? Also wir brauchen Kohle und grüne Ideen. Vielleicht wird die Kohle irgendwann mal grün. Weil also die Ideen alleine machen ja nichts. Also die bringen ja nichts, ne? Liege ich da falsch? Naja, ich weiß nicht, ich finde, wir konnten unsere Ideen auch bisher so immer ganz gut durchsetzen, ohne besonders wirtschaftsnah zu sein. Wer hat die denn finanziert?
Wenn ich nichts erwirtschafte, kann ich beim Hinterteil unsere Idee, sehen, das ist ja eher ein Büro. Eieiei, Augen auf dem Straßenverkehr. Wo guckst du denn hier? Du hast Entschuldigung gesagt. Grüne junge Frau umgerannt. Nee, nur so Entschuldigung. Nein, ist gut. Du musst grün wählen, sagt das deiner Mutti, ne? Grün wählen. Nein, du! Ich hab mich bestimmt das halbe Eis am Rücken kleben. Das ist wirklich die Frage. Jetzt kommt der Herr Lohn. Mit dem kann ich nicht mehr. Was ich Ihnen sagen wollte, das Ding ist nicht, das umzusetzen. Unser Job ist es ja einfach, unsere Ideen so weit mehrheitsfähig zu machen, dass sie von der Bevölkerung umgesetzt werden. Ja. Dass also heutzutage eben ein Großteil der Menschen für eine Energiewende ist, was vor 20 Jahren noch absolut der Fall war. Dass heutzutage ein Großteil der Menschen für die Gleichstellung von homosexuellen Ehen noch nicht ganz kommt. Die mehrheitlichen Mitglieder der Grünen Partei. Intellektuelle, das sind einfache Leute. Okay, ich gebe es zu und so. Also wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir müssen noch ein bisschen das Bildungsniveau heben, damit die langsam grün werden. Da bin ich jetzt total dafür. Ich bin ja auch nicht gerade dafür, sage ich mal. Aber ich sag mal, wir müssen ja mit werden, hängt halt eben gerade bei. Und vor 100 Jahren habe ich mir sagen lassen, das ist das erste Mal in Deutschland Frauen zum Gymnasium. Vor 100 Jahren. Das war ja nicht gerade, das ist für Männer gedacht. Ich sag mal, wir brauchen vielleicht noch 100 Jahre, bis wir ja, so Hellgrüne. Typen zur Welt bringen, die das alles schon kapiert haben. Weil heute ist auch mal, Geiz ist geil und habt auch viel Fressen und alles billig und alles im Kram. Es ist ja massiv auf der Werbung mit Birnen reingedrückt. Sondern hier auch das Grün ist natürlich Wurst, aber es ist billig und schmeckt. Ne? Ja. Und wenn ich mich angucke, von oben bis unten, ist man ein Teil hier produziert. Ich würde gerne Klamotten anziehen, die hier sind. Es gibt ja schon Dinge, die sich auch in den letzten 20 Jahren schon durchaus verändert haben. Vor 20 Jahren, da waren Vegetarier noch irgendwie durchgeknallt, genau, wurden so von der Gesellschaft behandelt. Und heutzutage findet man überall vegetarische Gerichte, an jeder Mensa. Grünen haben die Denkrichtung losgetreten, das war richtig, super, finde ich klasse, wirklich. Okay. Aber die Grünen sind mittlerweile auch relativ etabliert in manchen Fragen, wo ich sage, ey Leute, Joschka Fischer, der fängt mir hier so an wie ich, ne? Turnschuhen, hat da mal den Bundestag da mal ein bisschen Rabatz gemacht, da haben sie ihn ausgefüllt, mal offen zu verteilt, und ist auch ein dicker Mann geworden, der hat da Vortritt gehält. Ne? Also sagen wir mal so, die entwickelt uns ja alle irgendwo in die Richtung, so sagen wir, die zunehmend Alter, der war, ja, das ist ein langsam, das ist und unbequem, ne? Einfach. Ja, wir bleiben ja nicht wie wir jung. Wenn wir so jung bleiben könnten, wie Sie, also wenn Sie das gehen, auf hinten, was ich sofort sagen könnte, bei dir testen. Also ich würde aber sagen, dass einige Menschen es schon schaffen, jung zu bleiben im Kopf. Vielleicht hätten Sie nicht. Ja, nee, ganz ehrlich, bin ich eitel. Ich würde sagen, ich bin 300 Jahre alt. 50. Ja, das ist schon gut geschätzt. Gut geschätzt. Also ich bin 56. Ich habe einmal Krebs hinter mir, da habe ich dann gefragt, Leute, was macht jetzt diese Schemo-Geschichte mit mir? Ich wollte einfach wissen, ganz cool, und dachte, das darf man auch mal ein Teil bringen. Sie werden dadurch biologisch 10 Jahre älter. Das ist die Wirkung. Doch, nicht mehr weiß, wenn ich da hinterher noch lebendig bin, habe ich kein Problem damit, ob ich mit einem Schlag Rennen mache, oder kann ich meinen Spaß machen, wie ich Lust habe. Ne? Das ist doch gut, wenn Sie so sehen. Okay. Jetzt haben Sie mir also das Zeug da reingeträufelt und wirkt irgendwann, das hat eben auch funktioniert. Es ist vorhin die Wirkung eingetreten, also ich bin körperlich fit wie jemand, der 56 ist, der nicht jeden Tag nur vom Fernseher rumsitzt. Ne? Mhm. Ich bin so alt, so fit wie ich bin und im Denken bin ich 10 Jahre jünger. Ich bin also heute 10 Jahre besser im Denken als vor 10 Jahren. Das sind ja auch Sachen, die man trainieren kann. Die dann, da muss ich sagen, wenn es da so einen Punkt gibt, ne, den man einfach mal schluckt, wenn die reinnimmt und 10 Jahre nochmal nicht zurückbeamt, also im Kopf nur, das wäre eine geile Erfindung. Ne? Oder? Ja. Wer ist dafür? Da aber dieses ganze Jugendbleibemedizin, nee, das ist ja. Ich bin ja nur im Kopf jung geworden. Hier im Kopf, im Körper bin ich nicht. Ich bin ja, glaube ich, alt, haben Sie mir erzählt. Merken Sie nicht. Also, viel habe ich auch nicht. Aber das ist so eine Sache, wie können Sie das denn jetzt vermarkten? Ich glaube, die meisten Leute wollen ja nur äußerlich jünger. Ja, aber die Jungen sind ja im Kopf schon unheimlich alt. Ja. Ne? Das war schon Mitte 30, fangen die anderen alt. Also Männer wie Frauen, sag ich, ey, was ist los? Wir haben irgendwo ein Problem. Ah, jetzt habe ich ja die Folge gelabert. Irgendwas? Ich denke so viel. Sie sollen ewig an mich denken. Oder an mein Afghanistan. Ja, zwei Sachen. Es gibt ja Facebook, ne? Mhm. Ich habe die Facecard erfunden. Sehen Sie meine Face drauf? Ne? Die habe ich heute schon gesehen. Ehrlich? Im grünen Büro liegen die. Ja, klar. Ja. Ich bin weltweit bekannt. Warten Sie mal, jetzt kriegen Sie noch was geschenkt. Sie sind der Erste, der das Geschenk kriegt, oder? Das ist gut, was? Nein. Welcher Tasche? Mal sehen.
eine versteckte Kamera laufen. Oh, jetzt fällt es auch noch runter. Und das Grüne wird gleich gefilmt. Passen Sie mal hier rein. Einmal für Sie. Das ist wirklich eine Weltneuheit. Das beißt nicht. Keine Angst. Das ist keine Falle oder irgendwas. Das gibt. Jetzt schmeißen Sie die Facecard auf den Boden. Ja, wir filmen das Ganze. Einmal für Sie. Und wenn Sie das Prinzip verstanden haben, fahren Sie nach Afghanistan. Nicht jetzt, aber irgendwann. Das Blaue ist meine Firma. Ne? Genau. Papa, das ist ein cooler Ort. Da fahre ich jetzt demnächst hin. Das ist in Istrien. Schönes Fischerdorf. Immer wenn das Wetter hier schlecht ist, fahre ich da runter. Und, warte mal, steht hier drauf, grüner Wandel. Ja, guck mal hier, grüner Wandel. Ich filme aber schwarz-weiß, deswegen zieht man ein bisschen das Grüne. So. Wenn Sie das Prinzip erkannt haben, sind Sie bei mir im Boot. Okay. Können Sie 10 Euro die Stunde verdienen. Oder 100 Euro, 1000. Was ist denn das letzte davon? Das ist ein Ort in Istrien. Da fahre ich jetzt runter. Und ich bin auch. Also. Das bin ich, die Zugmaschine. Ne? Das ist meine Firma, der ist mein Gotha eben. Ah, okay, so. Alles klar. Das ist der Ort Tabaks, das ist so ein Erholungsort hier. Achso, okay. Zur Straßenbahn hin. Das ist schon mal ziemlich grün. Da haben die vor fast 100 Jahren die elektrische Straßenbahn bis nach Tabaks gebaut. Okay. New Gotha City heißt, das ist jetzt hier von hier aus, wir sind in Gotha, 1000 Kilometer einen Wald geschlagen. Hm. Diese Region heißt New Gotha City. Okay. Das ist unsere kleinste, das ist eine größere Nummer. Ne? Also alles, was in diesem Bereich ist, wird eingemeindet. Natürlich im freundschaftlichen Sinne. Ne? Eingemeindet und. Und das ist Rabatz. Das ist der Ort, wo die ist. Und da fahre ich jetzt genau runter und dann sage ich das auch, hier könnt ihr mal noch fahren, dann könnt ihr euch da hinten dranhängen. Das ist eine Waldbahn. Ne? Das ist eine Zugmaschine und da fahren wir gleich nach Europa. Alle, die mitmachen wollen, sind Teil von New York City. Also New York City plus sind sie hier viel cooler. Ne? Wir machen es grün von Anfang an. Okay. Weil das, die ganze Wegstrecke wird nur mit elektrischen Verkehrsmitteln stattfinden oder zu Fuß. Straßenbahn, elektrischer Zug, elektrisches Auto, elektrischer Luftballon, falls es sowas gibt, keine Ahnung. Cool. Also kein Verbrennungsding. Zum Ende des Jahres ist mein Auto abgemeldet. Ich nutze es schon lange nicht mehr. Ja? Mhm. Und mein Sohn in San Francisco hat kein Auto mehr. Mein Sohn in Würzburg hat momentan mein Auto, sagt er braucht es auch nicht. Also wir sind schon auf einem coolen Trip. Wir predigen jetzt nicht Wein und trinken Wasser. Nee, doch, wir predigen Wein und trinken Wasser. So, ja, so machen wir das. Naja, aber auf ein Auto zu verzichten, solange man in der Stadt wohnt, ist ja jetzt mittlerweile auch nicht so aufwendig. Ja, wir wollen die Städte eigentlich so grün machen, dass wir kein Auto mehr brauchen. Ne? Ja. Und jetzt bauen wir dieses neue Verkehrssystem, Digi2Go heißt das. So ähnlich wie der Fahrstuhl halt, der hier vorbei ist. Ne? Der steht überall rum, da setzt sich nicht rein, drückt auf den Knopf und fahr los, wenn ich gerade mal nicht laufen will. So ein System habe ich schon mal gesehen in New Star City in Dubai. Abu Dhabi, diese neue City da bauen. Da soll sowas aufgebaut werden. Und wir machen das dann immer größer. Erstmal europaweit, dann wird der Rest anders. Das werden wir hier im Motor stehen. Wenn die Grünen noch Stimmen nicht einfahren wollen, damit wir da oben auch Kohle drin haben. Weil wir Leute, die waren Kohle, Anschubfinanzierung, den Rest machen wir selber. Okay, ja? Cool. Also, das wissen also mittlerweile dieser Herr, das wissen unser Oberbürgermeister, das wissen unser Landrat, das wissen Frau Merkel, das wissen alle anderen eigentlich schon. Aber Sie sind die Ersten, ich habe gerade eben was abgeholt, das ist ganz neu, ist auch gefilmt. Also, Sie sind die Ersten, die das Teil bekommen. Okay. Gibt es momentan auch nur 4 Stück. Ne? Wow. Sagen Sie, bei dem ersten Quartett sind Sie dabei. Cool? Das ist auch cool. Ja, das ist auch nur New Gotha City. Ne? Ja, so. Nicht schlecht. Jetzt habe ich die grüne Partei ein bisschen noch grüner gemacht. Wollen Sie auch mitspielen? Ich habe ja Karten ohne Ende gedruckt hier. Oh, auf ökologischem Papier natürlich. Ach, die waren doch schon im Büro. Ja, ja. Genau. Also diese Karte ist sozusagen, das ist Ihre Joker-Karte. Für die grüne Partei. Okay. Sie sind jetzt von Freien Wählern. Ich bin freier Unternehmer. Also sowas soll es ja auch noch geben. Also ich sage nicht schmieren von irgendeiner Partei, sonst sage ich, ich bin freier Unternehmer und suche eine Partei, also ich sage, ihr passt farblich zu mir. Ne? Mein grünes Produkt. Und dann macht es nicht gut, ein paar grüne Jungs und Mädels halt, die sagen, ey, ich setze mal auf die Motorhaube. Ne? Bei uns stimmt es halt nicht, und kann das auch nicht. Ne? Und dann müssen wir schon ein bisschen nette Gesichter haben, verkauft sich gar nicht besser. Das waren keine drauf. Also. Okay, vielen Dank. Ich werde das hier den anderen auch nochmal. Klären Sie es mal, Sie haben es verstanden, Sie haben überzeugt. Ich meine, ich war ja schon überzeugt. Hallo, kommt dann nach der Wahl, um
Papiermäßig nochmal zu löschen. Es sind eigentlich alle Parteien angesprochen von mir, nach der Wahl zu kommen, weil mir das eigentlich wurscht ist. Ich sage, habt ihr ne, die zwei da oben, die eigentlich die Kohle haben, die anderen die grüne Farbe im großen Eimer haben. Dann trinken wir uns mal richtig und sagen, und jetzt fangen wir an. Von mir aus können wir nach, einen Tag nach der Wahl könnte man sofort loslegen, sagt Ärmel hochkrempeln und nicht einschalten. Ne? Alles klar. Aber Leute wie Sie, also ich weiß nicht, was davon versteht. Vielen Dank. In diesem Sinne, viel Spaß noch. Ciao.